Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute darf ich wieder jemanden interviewen. Und zwar eine ganz besondere Persönlichkeit, den Danny Kroll. Doch bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann lass mir gerne eine ehrliche Rezension bei iTunes hier. Da freue ich mich riesig drüber. Doch jetzt kommen wir mal zu Danny Kroll. Der bringt nämlich anderen Menschen bei, wie sie schöner und liebevoller über sich selbst und über ihr Leben denken können. In den letzten Jahren ist er den Fragen auf den Grund gegangen, was beeinflusst menschliches Verhalten und welchen Einfluss haben wir auf unsere Umgebung und die Welt. Danny begann, alle inneren Wissenschaften, die wir als Mensch bewusst nutzen und können, zu studieren, um Zugriff auf unsere stärksten Ressourcen als Mensch zu gewinnen, nämlich unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele. Er lernte neben seinem Studium von den besten Trainern, Neurowissenschaftlern, Doktoren, Quantenphysikern und, wie es möglich ist, mit fundamentalen Tools und Strategien eine messbare Beschleunigung in der Zielerreichung zu erzielen. In den letzten Jahren durfte er zusammen mit seinem Team mehr als über 400 Menschen dabei begleiten, sich aus chronischen Krankheiten wieder selbst zu heilen, schwere Süchte und Gewohnheiten zu durchbrechen und in eine außergewöhnliche Energie zu kommen. Er glaubt daran, dass wenn wir unsere Limitierung durchbrechen und unseren Geist und unseren Körper mit simplen Strategien positiv konditionieren, wir nicht nur uns selbst und anderen Menschen das geben können, was sie von uns verdienen, sondern auch diese Welt positiv transformieren können. Ich finde es großartig und freue mich riesig, den Danny hier im Interview zu begrüßen. Herzlich willkommen, Danny Kroll. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und auch ein wunderschönes Hallo an alle, die gerade zuschauen und gespannt in dieses Gespräch blicken. Ja, das ist großartig, dass du dir die Zeit nimmst. Zeit ist was Kostbares und dementsprechend wollen wir sie auch gleich benutzen. Und ich würde gern mal eine kleine Reise quasi an den Anfang deiner Geschichte machen. Wenn du uns mal mit ins Boot holen kannst, wie ist der Danny aufgewachsen? War das eher behütet oder wäre das eher ein bisschen abenteuerlich? Weil das, was du jetzt ja machst, ist ja etwas, wovon viele im Endeffekt träumen, bestimmte Gewohnheiten zu durchbrechen. Und vielleicht könnte man dann sagen, ja, da hat es ja auch irgendwie schon als Kind immer so gekannt. Deswegen einmal mal einen kurzen Blick da rein. Hol uns mal rein. Wie war es bei dir, als du kleiner warst? Spannende Frage. Also wenn man jetzt so darauf schaut, was ich so gerade machen darf, was ich so gerade leben darf und was ich auch mit mir und meinem Geist für eine Zielsetzung habe, dann möchte man eigentlich nicht meinen, dass es so in der Kindheit auch, dass es in der Kindheit so war, wie es eigentlich war. Man muss dazu sagen, dass ich sehr, sehr schmerzgeleitet damals gewesen bin. Ich habe sehr, sehr viele Struggles als Kind gehabt. Nicht nur was Familie angeht, was Freunde angeht. Ich hatte sehr, sehr lange das Gefühl, nicht gut genug zu sein, habe sehr stark mit meinem Selbstwert gekämpft. Das hat sich dann in der Außenwelt so bestätigt, dass ich sehr, sehr oft alleine da stand in den Pausen, dass ich gemobbt worden bin, dass ich in über 20 Sportarten der Schlechteste war, im Sportunterricht hinter den Mädels sogar noch gewählt worden bin, dass ich sehr, sehr oft in Räumen eingesperrt worden bin, gefesselt wurde, sehr stark gewaltsam angegangen worden bin und ich immer auf irgendeine Art und Weise versucht habe, als Mensch gesehen zu werden oder geliebt zu werden, im Außen, aber nicht begriff, dass in Wirklichkeit alles dabei begann, mich zuerst selber zu lieben, mich zuerst selber anzunehmen und mir selber zu vertrauen. Und so wechselte ich vielmal die Schule. Ich habe immer wieder versucht zu flüchten, immer wieder versucht, im Außen Dinge zu tun, um zu zeigen, hey, ich bin doch was, sieht mich doch, ja, ich möchte auch geliebt werden, ich kann auch was. Und versucht habe, Dinge zu lernen, wie Penspinning, wie Breakdance, wie mich in den Fitnessbereich zu begeben, wie mal den Klassenclown zu spielen, alles, um einmal zu zeigen, ich bin auch wertvoll. Und dabei entdeckte ich eine wundersame innere Reise, nämlich, dass jedes Mal, wenn ich die Schule wechselte oder wenn ich im Urlaub war oder im neuen Sportverein, sich immer alles so oft wiederholte und es nicht an den äußeren Umständen lag und auch nicht an den Menschen oder an den Situationen, dass ich mich innerlich so fühlte, sondern lediglich an meiner Einstellung zu mir selbst, die, wenn ich sie verändere, damit auch das Außen verändern kann. Und genauso begann meine Reise dann durch Zufall tatsächlich im Fitnesssport, wo ich auch wieder eine kurzfristige Lösung gesucht habe und dachte, wenn ich doch gut aussehe, wenn ich doch fit bin,
dann werde ich gesehen, wo ich dann gemerkt habe, oh shit, holy shit, wenn wir die Ernährung beeinflussen und bestimmte Nahrungsmittel konsumieren, wenn wir anders atmen, haben wir plötzlich mehr Energie. Wenn wir auf verschiedene Dinge achten, wie Strahlungsfrequenzen, wie Bewegung, wie wenn wir unsere Lymphe auszusehen, können wir plötzlich besser regenerieren, können plötzlich besser schlafen, sind plötzlich auf Knopfdruck in der Klausur kreativ oder fokussiert oder können uns entspannen. Und ich dachte, okay, crazy, wir haben Einfluss auf unseren Geist, wir haben Einfluss auf unseren Körper. Und dann begann ich tatsächlich, wider Erwarten meines Vaters, der da echt schmunzeln musste, Sportwissenschaften zu studieren, von den besten Sportmedizinern, Quantenphysikern, Neurowissenschaftlern, alle Bereiche zu lernen, die mir das Gefühl gaben, ich kann damit aus meiner Story ausbrechen und meine Konditionierung, mein Geist und mein Körper, die mich seit Jahren festhielten, und wirklich ein neues Leben in einer neuen Qualität erreichen. Und ja, das war so mein Werdegang. Und heute Wow. Also vielen, vielen Dank erstmal für das Teilen von diesem Werdegang. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, war das alles andere als leicht. Und du hast durch Zufall quasi rausgefunden, dass du viel größeren Einfluss hast, als du es dir vorher war, wirklich auch selber zugetraut hast und zugestanden hast, ne? Also das war im Endeffekt, dass du Sportwissenschaften studiert hast im Nachgang, obwohl du im Sport, ehrlich gesagt, nie so richtig gewählt wurdest in der Schule, oder? Ja. Das war faszinierend, weil wenn ich dachte immer, ich bin extrem krass in dieser Story gefangen und ich bin die Person, die einfach nicht sportlich begabt ist und die nichts kann, weil es mir jahrelang eingetrichtert worden ist und weil ich es jahrelang nicht nur mir selbst, sondern auch von anderen konditioniert bekommen habe. Und es gab einige Durchbrüche, in denen ich feststellen durfte, okay, 8 Wochen vorm Sporteingangstest habe ich mich dazu entschieden, mich auch anzumelden, weil meine 2 besten Freunde zu dieser Zeit gesagt haben, ey, ich möchte da mitmachen. Die waren sehr, sehr sportlich und ich ganz genau wusste, dass in der Schule alle davon, dass sich das relativ schnell rumspricht und dass am nächsten Tag alle zu mir kommen und mich fragen, hey, wie war es, mit der absoluten Gewissheit, dass ich es nicht geschafft habe und dass es lächerlich ist, dass ich mich dort anmelde. Und weil dieser Drang, nicht nochmal in diesen Schmerz zu geraten, so groß war, habe ich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit studiert, okay, wie kann ich schneller lernen? Wie kann ich einen Geisteszustand aufbauen? Wie kann ich meine Brainwaves so triggern, dass ich diese ganzen Techniken, diese Tools extrem schnell implementiere, mein Nervensystem umstrukturiere und habe tatsächlich in diesen 8 Wochen dann alle 20 Disziplinen, von denen ich vorher keine Ahnung habe, so gelernt, dass ich am Ende in meiner Gruppe von über 100 Leuten, mit denen ich gestartet bin, unter den letzten 6 verblieben bin und das geschafft habe. Und das war so ein krasser Durchbruch, zu wissen, hey, nichts und niemand schreibt fest, wer wir sind, was wir können, sondern lediglich wir selbst. So change your story, change your life. Was für eine schöne Erkenntnis. Doch ich würde da gerne nochmal drauf einsteigen, weil du sagst, in 8 Wochen hast du 20 Disziplinen gelernt und zwar so gut, dass du die Aufnahmeprüfung bestanden hast und so gut, dass du unter den Top, von den 100 unter den Top 6 gewesen bist. Da warst du ja noch nicht in der Hochschule. Da hattest du ja, glaube ich, noch nicht so den Zugriff auf die Doktoren, Quantenphysiker und Co. Wie hast du das geschafft, dass du in 8 Wochen, woher hast du dieses Wissen gezogen? Ich glaube, die Motivation ist klar, aber woher hast du das Wissen gezogen, dass du das in so kurzer Zeit, wenn ich das einfach mal so sage, kurzer Zeit, dass du es so effektiv umsetzen konntest? Ja, ich glaube, ein Studium bietet nur einen Rahmen, genauso wie auch für alle, die gerade in der Persönlichkeitsentwicklung sind, bietet ein Event nur einen Rahmen oder ein Online-Kurs oder ein Seminar. Aber das, was du wirklich lernst und was du wirklich implementierst, ist nicht abhängig von den Situationen oder den Umständen, die du gerade hast, sondern mit welcher Energie gehst du in die Umstände hinein und was siehst du, was willst du sehen, was fühlst du? Das, was du fühlst, strukturiert wirklich dein Nervensystem um. Und obwohl ich diesen Rahmen noch nicht hatte in der Sportwissenschaft, war ich einfach extrem hungrig und auch needy, muss man sagen. Also ich war in so einem starken Pain, dass aus diesen Emotionen heraus ich einfach schon vorher Entscheidungen treffen konnte, die mir dazu verhelfen, möglichst schnell, möglichst viel zu lernen und zu studieren. Und ich glaube, wenn wir uns in einem emotionalen Zustand befinden, von ganz besonderer Freude, Erfüllung oder von Schmerz und Angst, das kann jeder nachvollziehen, wenn wir manchmal entweder große Visionen haben oder vielleicht vom Leben oder von uns selbst so stark an eine Wand gepresst werden, von dem aus wir nicht weiter wissen, können wir unseren Geist und unseren Körper sehr stark öffnen und empfänglich machen für Inhalte, für Tools und Techniken, die wir vielleicht vorher angezweifelt haben. Ja. Okay.
Wow, da sprichst du etwas an, was ich faszinierend finde, weil es heißt ja im Endeffekt, wir lernen wirklich auch am effektivsten, wenn wir quasi in einer Emotion drin sind. Ne? Also wenn wir das bei Kindern einfach mal sehen, ich habe selber ja zwei kleine Kinder, wenn die Spaß haben, wenn die gut drauf sind, wenn die einfach durch die Gegend tanzen können, dann lernen die unfassbar schnell. Das erlebe ich jetzt auch gerade in der Phase, wo unser Sohn das Homeschooling mitmacht. Da gibt es immer mal ein paar Hochphasen, aber auch ein paar Tiefphasen. Und in den Tiefphasen haben wir uns angewohnt, einfach mal Blödsinn zu machen. Ne? Dann stehen wir auf, machen Musik auf, tanzen durch die Bude und nach 3 Minuten setzen wir uns wieder hin und es geht bei ihm wieder weiter, was vorher unmöglich war. Haben die Emotionen da einen Riesen oder sind die Emotionen da der Schlüssel, um das Wissen für dich anzuwenden? Was meinst du? So ein Mix aus beidem, weil also Emotionen oder Frequenzen, die wir in unserem Körper aufnehmen, sind Träger von Informationen. Das heißt, die Energie, die wir in unserer Physiologie gerade haben, wie unsere Körperhaltung ist, wie wir uns gerade bewegen, bestimmt natürlich auch die Energie, die fließt. So jeder emotionale State hat eine bestimmte Frequenz, die auf irgendeine Art und Weise unseren Körper beeinflusst. Das können wir prüfen, wenn wir in einem State von Angst sind, von Sorge. Dann wirken diese Frequenzen so auf unsere Physiologie, dass sich unser Brustkorb nach innen krümmt, dass unsere Schultern hängen, dass wir leise sprechen, dass wir unsicher sind, dass wir im Gedankenchaos sind. Genauso wie wenn wir in der Emotion von Selbstvertrauen sind, von Stärke, von Energie, dann sind wir offen, der Brustkorb ist offen. Emotionen können sich nicht so stark festbeißen in Spannungen oder in Krümmungen, sondern sie können fließen und damit auch die Informationen in unserem Körper zirkulieren lassen. So, aber der viel entscheidendere Punkt ist, glaube ich, der Geisteszustand, in dem wir uns den ganzen Tag befinden und was du da bei dir feststellst, gerade in der Vaterrolle, ist unglaublich faszinierend, weil diese Kinder befinden sich den Großteil des Tages in einem Alpha-State. Und Kurz einmal für alle, die das nicht, die sich gerade die Frage stellen, was Alpha State ist, kannst du es einmal ergänzen? und zwar, ihr könnt euch vorstellen, wir haben unterschiedliche Brainwaves, also Gehirnwellen, die je nachdem, wie sie ausgeprägt sind, uns eine unterschiedliche Sicht auf die Welt geben. Das könnt ihr euch vorstellen wie 5 Regler bei einem DJ-Pult. Ja, es gibt dann einmal den Regler, der für den Bass zuständig ist, für die Lautstärke, für und je nachdem, welche Regler oben oder unten sind, bestimmen sie, was für eine Musik wir hören. Genauso auch unsere Brainwaves. Wir haben Beta-Wellen. Beta-Wellen sind sehr schnell frequenzierte Wellen und das sind die Wellen, in denen wir uns den Großteil des Tages befinden. Die Beta-Wellen richten unsere Aufmerksamkeit nach außen, ja, also die nach außen gerichtete Aufmerksamkeit. Wir glauben nur an das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir anfassen können mit unseren 5 Sinnen. Wir reagieren sehr, sehr stark und sind meistens in einer Opferrolle und in der Rolle des Mangels. Der Gegenspieler dazu ist der Theta-State. Das sind sehr niedrig frequenzierte Hirnwellen. Wenn die Beta-State quasi die Außenwelt ist, ist der Theta-State die Innenwelt, ja, also Ja. die Welt der inneren Werte, der Gedanken, der Emotionen, des Fühlens. Und wir lassen häufig zu, dass die Außenwelt über unsere Innenwelt bestimmt, aber wir können auch unsere Innenwelt über die Außenwelt bestimmen lassen. So, und die Alpha-Wellen sind quasi wie die Brücke zwischen der Außenwelt und der Innenwelt, ja. Das heißt, von hier aus sind wir in der Lage, alles, was wir von außen aufnehmen, so tief in unser Unterbewusstsein einzuspeichern, dass wir sehr schnell lernen. Deswegen lernen Kinder sehr, sehr schnell. Das führt aber auch dazu, dass das, was sie gesagt bekommen, zum Beispiel in der Schule, wo sie gesagt bekommen, was sie mehr falsch machen als das, was sie eigentlich können, was sie richtig ist, dass das so tief in ihr Unterbewusstsein auch eingespeichert wird, nur aufgrund dieser Alpha-Wellen, dass das dazu führen kann, dass wir diesen tiefen Glaubenssatz nicht gut genug zu sein entwickeln, der so stark ist und uns auf so eine Art und Weise beeinflusst, dass Menschen sich umoperieren lassen, um sich schön zu fühlen, dass sie Kleidung tragen, die gar nicht zu ihnen gehört, dass sie Dinge sagen, einen Job nachgehen, um in dieser Welt geliebt zu werden, nicht abgelehnt zu werden. So, und wir können halt auch lernen, diesen Alpha-State aufzubauen, um im gleichen Zuge sehr schnell zu lernen, wie wir es im Kindesalter getan haben, weil wir sind empfänglich für die Außenwelt, wir fühlen aber in der Innenwelt. Und genauso können wir aber auch umgekehrt aus diesem Zustand heraus alles, was wir jemals gelernt haben in der Innenwelt, in unser Wachbewusstsein holen, um dort sehr kreativ zu arbeiten. Es gibt einen Spruch, der heißt, du kannst niemals neue Gedanken durch Denken denken. So, eine Sache noch dazu, die ich super spannend finde.
Was hat das mit unserem Glück und unserer Erfüllung zu tun? Naja, wenn der Zugang zu deiner Innenwelt verschlossen ist, dann ist dein Herz verschlossen. Und wenn dein Herz verschlossen ist, dann fühlen wir diese Lebensenergie nicht und die darin enthaltenen Gefühle wie Liebe, wie Kraft, wie Begeisterung, wie Dankbarkeit. Und wenn wir diese Gefühle in uns nicht fühlen, dann versuchen wir sie im Außen zu finden. Better wählen, ja? Die Kinder, die haben diesen Zugang nach innen, um zu erkennen, wir sind das Glück. Wir sind das Glück und deshalb können sie so präsent sein, deswegen können sie so gelassen sein, während so viele Menschen in der Außenwelt in dieser rastlosen Getriebenheit stecken und merken, wir packen Gefühle wie Liebe, wie Kraft, wie Begeisterung in Ziele, in Menschen, in Personen, von denen wir glauben, dass wenn wir die eine Person haben, dass wir dann geliebt werden, dass wenn wir dieses eine Business aufgebaut haben, dass wir dann erfüllt sind, dass wenn wir finanziell reich sind, dann sind wir frei. Die Kinder erkennen, hey, ich bin das alles schon und deshalb können sie einen State entwickeln. Und jetzt kommt die Emotion ins Spiel, die du gesagt hast, dass sie schon glücklich sind, dass sie schon erfüllt sind, dass sie schon frei sind, sich keine Sorgen machen und aus diesem State automatisch neue Gedanken denken, neue Entscheidungen treffen, neu handeln und am Ende des Tages ein ganz anderes Ergebnis haben, wie wir, wenn wir immer weiter stuck sind. Okay, wow, das war jetzt eine ganze Menge, die du da reingebracht hast. Erstmal danke für die Erklärung zu den Gehirnwellen, die da sind. Ich habe jetzt also wahrgenommen, für mich verstanden, ich muss das für mich einmal wiederholen, dass ich weiß, ob ich auf der richtigen Spur bin. Also ich habe Beta-Wellen, womit ich mich quasi auf alles nach draußen konzentriere, was da ist. Ne? Ob das jetzt das Wetter ist, ob das irgendwelche Ziele sind oder sonstiges. Dann habe ich noch die Theta-Wellen, da bin ich quasi... Ja, da schlafe ich wahrscheinlich. Schlafen ist der falsche Zustand wahrscheinlich, aber... Meditation auch. Genau, Meditation. Und die Brücke dazwischen. Das ist ja spannend. Jetzt hast du gesagt, Kinder sind da ganz oft drin, deswegen lernen die so schnell. Du bist ja anscheinend da reingegangen, um deine Sportarten, deine Disziplinen zu lernen. Ne? So, jetzt ist die interessante Frage, wie komme ich da rein, Danny? Perfekt. Du, also ein Talent, die perfekten Übergänge zu finden. Ganz easy. Also, sobald wir im Außen reagieren, sind wir in diesen Beta-Wellen drin. Und wie kommen wir in die Alpha-Wellen rein? Naja, indem wir aufhören, stetig auf all das, was Erwartungen sind, was im Außen gefordert ist, ranzulassen und angespannt zu sein und eine tiefe physische, mentale und aber auch psychische Entspannung aufzubauen. Ja, alles, was uns extrem entspannt, sorgt dafür, dass die Brainwaves sinken. Das heißt, deswegen ist Meditation so wirkungsvoll, aber nicht nur Meditation, sondern auch Breathing, ja, verschiedene Breathwork-Techniken, verschiedene Düfte, verschiedene Gewohnheiten, die einfach in der Lage sind, uns auf extrem schnelle Weise so mental und physisch zu entspannen, dass wir eben diese Brücke aufbauen. Und es ist schon seit Jahren bekannt, Hypnotiseure machen das sehr, sehr stark. Was machen sie nämlich? Sie nehmen uns erst mit auf eine Reise, auf eine, wie nennt man das, was man in der Schule hatte, eine in der Schule? Wo Musik angeht und dann macht man so eine Wunderreise. Eine Traumreise. Traumreise, genau. Sie nehmen uns mit auf eine Traumreise. Dadurch sind wir extrem entspannt, um dann mit unserem Unterbewusstsein zu arbeiten, weil sie diese Brücke aufgebaut haben, um uns dann so zu konditionieren, dass wenn sie schnipsen, wir in eine Trance fallen oder anfangen zu lachen oder sonst etwas tun. Okay. Und wenn wir im Alltag einfach darauf achten, was für Aufgaben haben wir und welchen Gehirnzustand brauchen wir, sind wir in der Lage, uns auf eine Art und Weise zu konditionieren, von dem aus wir Orte erreichen, die wir vorher unmöglich gehalten haben. Und wichtig, nichts ist besser oder schlechter. Fragt euch einfach, was möchte ich gerade erreichen und was brauche ich dafür? Ja, zum Beispiel Außenwelt, analytisches Denken. Better States, super geil für analytisches Denken. Mhm. Innerer Kritiker. Wenn du den aber in deine Meditation nimmst, dann wirst du beobachten, dass du eigentlich abschalten willst, aber dass ein innerer Kritiker die ganze Zeit sagt, ja, was passiert hier eigentlich? Mensch, ja. Ich komme hier gar nicht so weit. Was soll das? Ja, das heißt, gut für analytisches Arbeiten. Alpha State extrem heftig für Kreativität, um neue Techniken zu lernen, um Tools zu lernen, aber auch um Glaubenssätze umzustrukturieren, womit du dich ja auch extrem auseinandersetzt. Und ich glaube, Glaubenssätze ist so ein Ding, wo wir in Büchern extrem viel lesen, wie das funktioniert,
Aber die wenigsten überhaupt erstmal diese Basis aufbauen, nämlich einen Zustand, von dem wir überhaupt in diese Tiefe gelangen, um da umzukonditionieren. Und Theta State, Innenwelt, sehr, sehr stark für Visionen, für Träume, für Regeneration. Genau, also jeder State ist wertvoll. Heißt also, ich kann mich in jeden hineinbringen. Das, was für viele von uns ja völlig normal ist, ist, uns in diesen Beta-State reinzupushen. Ne? Das ist ja im Endeffekt, ich stehe morgens auf und schlage die Zeitung auf oder mache das Radio an oder setze mich ins Auto. Da bin ich ja recht schnell sehr konzentriert. Und zwar auf das, was im Außen passiert. Wäre im Auto ja auch echt blöd, wenn ich jetzt quasi in einem meditativen Zustand bin und durch die Straßenverkehr düse. Ne? Das ist also für uns ziemlich normal geworden. Und was ich richtig verstanden habe, ich kann auf jeden Fall in jeden State reinspringen, wenn ich die richtigen Techniken dafür habe. Ne? Ob das jetzt, wie du eben sagtest, Düfte sind, um in diesen Alpha-State reinzukommen oder Musik. Ich glaube, Musik funktioniert auch wunderbar, um da reinzuspringen. Ja, sehr gut. Deswegen machen wir zu Hause auch leidenschaftlich gerne irgendwelche Kinder-Tanz-Party-Musik an und jumpen hier durch die Gegend, weil das fühlt sich einfach gut an und danach ist vielleicht die Sorge, die groß war, ist plötzlich gar nicht mehr so groß und ich habe vielleicht einen völlig neuen Zugang gefunden, sie zu lösen. Ne? Ja, ganz genau. Großartig, okay. Ich habe ja auch gesagt, dass du dich mit dem Thema der inneren Wissenschaften auseinandergesetzt hast. Ne? Da bin ich ein bisschen dran hängen geblieben und dachte mir, was meint er eigentlich mit inneren Wissenschaften? Hol uns nochmal da gerade ins Boot, es ist bestimmt ein Teil davon, oder? Ja, also es geht darum, dass wir Menschen einfach lernen, unseren eigenen Körper und Geist zu meistern. So jeder wissenschaftliche Bereich schlüsselt ja im Prinzip irgendetwas auf, was mit unserem System zu tun hat. Und häufig, wenn wir nach Heilung suchen oder wenn wir nach einem empowernden State suchen, dann beschäftigen wir uns mit einem dieser Bereiche. Zum Beispiel, wir wollen fitter werden, wir beschäftigen uns mit Ernährungswissenschaften, wir wollen uns heilen, wir beschäftigen uns vielleicht mit dem Herz-Kreislauf-System oder mit dem Lymphsystem. Wir wollen regenerieren, wir beschäftigen uns mit dem Lymphsystem, dem Muskel-Skelett-System oder mit dem Organsystem. Wir wollen fokussierter sein oder in den Hustler-Mode verfallen, wir beschäftigen uns mit diesem Neurosystem. Aber für mich ist einfach ganz wichtig zu verstehen und auch diese Erkenntnis erlangt zu haben, dass der Körper nicht diese unterschiedlichen Systeme hat. Er hat kein Herz-Kreislauf-System, kein Neurosystem, kein Verdauungssystem, kein Blutsystem, sondern er hat ein System und jeder einzelne Bereich ist einfach wie ein Zahnrad, was ähnlich wie bei Avatar zu einem Alles ist eins führt. Und ich liebe diesen Film Avatar, by the way, weil dort sind diese zwei Sichtweisen sehr, sehr stark dargestellt. Es gibt auf der einen Seite diese mechanistische Sichtweise der Menschen, die in das Land kommen und sagen, wir nehmen etwas weg, diesen einen Edelstein, und wir können es irgendwie ersetzen. Wir können euch was anderes geben, durch Bildung, durch was weiß ich, die Ressourcen. Aber das Volk der Navi weiß einfach, hey, Moment mal, alles ist eins. Und wenn du etwas aus diesem gesamten System rausnimmst, dann kannst du nicht erwarten, dass diese Konsequenzen, dass du von den Konsequenzen verschont bleibst. Und genauso sehe ich unseren Körper auch als ein System, der einfach verlangt, dass wir uns mit jedem Bereich auskennen, dass wir genau wissen, wie gehen wir mit unserem Herz-Kreislauf-System um, mit unserem Immunsystem, mit unserer Verdauung, mit unserem neuronalen System, mit unserem Geist, mit unserem Energiefeld, also auch in dem Bereich Quantenphysik, und lernen, das aufzubauen, weil auch das ist Teil eines größeren Systems. Und solange wir das nicht haben, solange immer etwas out of balance ist, wird es Konsequenzen nach sich ziehen. Und das sehen wir gerade nicht nur in uns. Wir werden krank, wir haben Selbstzweifel, wir fühlen uns nicht mehr, wir sind chronisch müde, wir sind lethargisch, antriebslos. Aber auch in der Außenwelt mit den Naturkatastrophen oder dem Klimawandel, mit den Strahlungsfrequenzen. Genau, und hier setze ich eben an. Jetzt machst du ein sehr großes Feld auf, wie ich finde. Es klingt auch nach, so der eine oder andere könnte vielleicht denken, das ist aber echt viel, dass ich mich mit allen Themen, allen Zahnrädern auseinandersetzen muss, um quasi das ganze System zu erkennen. Ich muss quasi, wie bei diesen Filmen, so weit rauszoomen, dass ich einen Überblick über das ganze System kriege. Ne? Und da ist jetzt so, da denke ich mir, ja, womit fange ich denn am besten an? Oder das, was du gerade gesagt hast, das, was du erlebst, also wenn jetzt dein Körper beispielsweise krank wird, das ist ein Indiz, so habe ich das gerade wahrgenommen, ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht im Balance ist, dass irgendwas entweder zu
viel berücksichtigt wurde oder zu wenig berücksichtigt wurde oder gar nicht berücksichtigt wurde. Habe ich das richtig wahrgenommen? Also, dass, wenn wir ein Symptom haben, dass es immer eine Ursache hat, die wir selber beeinflussen können? Definitiv. Allerdings ist es so, schau mal, wenn ein Symptom sich ausprägt, zum Beispiel werden krank. Nehmen wir mal an, heute geht's dir blendend. Ich sehe das ja, du strahlst, du hast Energie, alles geht dir blendend. Nehmen wir mal an, morgen wirst du krank. Würdest du dann sagen, dass du heute schon krank gewesen bist? Oder dass Ehrlich, aber ich habe es nicht gemerkt. Ganz genau. So, weil der Körper ist in der Lage, bis zu 70% den Gesundheitszustand zu verlieren, bevor sich überhaupt nur ein Symptom ausprägt. Das heißt, wenn wir gerade hier sitzen und gesund sind, dann können wir auf einer Skala von der Gesundheitsskala irgendwo zwischen, sagen wir, 30 und 100% sein. Okay. Ja? Weil bis zu 70% kann er ja seinen Zustand verlieren, bis sich ein Symptom ausprägt. So, das heißt, wir wissen nicht, wo wir stehen, bevor wir nicht lernen, wirklich wieder in uns hineinzufühlen. Und Entschuldigung, bevor wir nicht lernen, in uns hineinzufühlen und wirklich die Signale des Körpers zu erkennen. Es gibt ein Quote, das heißt, the body is the greatest gift showing you what is wrong inside. Also dein Körper ist das größte Geschenk, was dir jederzeit signalisiert, was in dir gerade nicht in balance ist. Sondern das heißt, wir dürfen halt lernen, wieder unseren Körper zu nutzen. Ich weiß, so viele Menschen da draußen wollen Hacks und Strategien. Okay, wie habe ich mehr Energie? Wie kann ich? Und sie fokussieren sich auf Dinge im Außen, anstatt wirklich zu lernen, diese Feinfühligkeit aufzubauen und zu sagen, ey, meine stärksten Ressourcen sind mein Geist, mein Körper und mein Energiefeld. Und wenn ich lerne, diese Ressourcen wieder zu nutzen, als Werkzeuge zu betrachten, naja, was passiert? Wir haben nicht mehr diesen Druck, okay, scheiße, jetzt müssen wir uns mit Ernährung auseinandersetzen, wir müssen uns mit Training auseinandersetzen und es wird auch nicht mehr so viel, weil du jederzeit fühlst, was du gerade brauchst. Wie ein Kind, wie ein Baby. Es spürt die Emotionen, die durch ihn fließen, oder? So, ist bereit, ja. Ist weint, ist glücklich, es weiß, was es braucht, es fühlt automatisch, was es braucht und versucht es sich zu holen. Vielleicht nicht auf Art und Weise, die gerade in dieses gesellschaftliche Bild passen, wo man sagt jetzt zum Beispiel, okay, ab dann ist man respektvoll, ab dann ist man gut genug, aber auf die Art und Weise, wie die Natur sie geschaffen hat. Mhm. Und das dürfen wir halt auch wieder lernen, einfach zu vertrauen. Und dadurch nehmen wir uns selber den Druck raus, weil wir immer geführt werden. Also ich finde es gerade sehr schön, dass du diese drei Dinge aufgemacht hast, so dass ich nicht diese 1000 Zahnräder berücksichtigen muss, ich übertreibe jetzt extra, sondern dass es im Endeffekt drei Sachen sind und, nehme ich es richtig wahr, ich spüre das ja immer, ne? Nur ich drücke diese Symptome, dieses Gefühl ja gerne mal weg. Ich erlebe ja ganz oft gerne mal so dieses Bauchgefühl, wenn ich in eine neue Situation komme, jemanden kennenlerne, das Bauchgefühl signalisiert mir ja relativ schnell, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl, um einfach nur jetzt mal schwarz-weiß zu malen. Und das ist ja so ein erster Indiz dafür, oder? Ganz genau, ganz genau. Wir dürfen einfach nur lernen, hinzuhören. Nicht nur unserem Körper abzuverlangen, die ganze Zeit zu pushen, sondern zur Ruhe kommen, einen tiefen Zustand der Entspannung aufzubauen und dann sit with it and listen. Einfach zuhören und gucken, wo wir hingeführt werden. Und automatisch werden wir geguided vom Leben. Und selbst wenn wir nicht hinschauen, werden wir auch geguided vom Leben. Manchmal ist eine Krankheit vielleicht der letzte Warnschuss, damit Menschen endlich anfangen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Ja. So, manchmal ist die eine Person, die wir verlieren, vor unseren Augen vielleicht der Warnschuss, um zu erkennen, dass wir niemals in die Augen gesehen haben und die Geschichte gehört haben. So, egal was du machst, das Leben guidet dich so oder so. Die Frage ist nur, entwickeln wir einen inneren Drang, uns zu verändern, oder muss das Leben uns drängen, uns zu verändern? Und ich sehe das immer so wie in einem Fluss des Lebens, wo wir irgendwann uns von einer Strömung einfach haben treiben lassen, aber irgendwann kommt der Wasserfall. Und hier entscheidet sich, ob du vorher dieses innerliche Muss entwickelt hast. Und ich sage mit Absicht Muss, und hier werden einige sagen, Danny, ich muss gar nichts, ich darf. Ja, aber die Wahrheit ist, wenn wir uns nicht in einen Muss bewegen, von dem aus wir wieder glücklich, erfüllt sind, dankbar sind, dann wird das Leben ein Muss daraus machen. Dann wird irgendwann der Wasserfall kommen, weil wir die wichtigen Dinge nicht getan haben, wo wir krank werden, wo wir innerliches Leid erfahren, wo Dinge geschehen und wir plötzlich nur noch ums Überleben kämpfen, anstatt wirklich zu leben. So, unsere Verantwortung ist es zu sagen,
ich mache meine Entwicklung, meine Liebe, mein Vertrauen zu einem absoluten Muss jeden Tag, um dann wirklich zu entscheiden, wo ich hin möchte, das Ruder in die Hand zu nehmen und in die Ausfahrt zu paddeln, wo das Paradies für mich ist. Das klingt einfach und ist ein wunderschönes Bild. Jetzt kenne ich ganz viele, die sagen, boah, ich habe keine Zeit dafür, mich hinzusetzen und einfach mal zuzuhören. Auch das habe ich früher ja lange Zeit gedacht, wenn mein Terminkalender randvoll ist und sage, ich habe jetzt keine Zeit, mich in irgendeiner Weise hinzusetzen und hinzusagen. Und mir geht's ja auch noch gut. Nur, wie du es gerade so sagst, und die Geschichten haben wir wahrscheinlich alle schon gehört, Menschen in unserem Umfeld oder auch drumherum, dass wir Geschichten gehört haben, wo die Leute auf einmal so einen richtigen Faustschlag ins Gesicht gekriegt haben von dem Leben. Und dann war auf einmal die Zeit da, was zu verändern. Oder wo die Leute dann sagten, das Wichtigste ist meine Gesundheit. Und hast du einen Hinweis, ein Gefühl, kannst du uns ein Gefühl mitgeben, ist es aufwendig, sich Stück für Stück darauf einzulassen? Oder wie viel Zeit, wenn wir uns auf diese Zeit einlassen, wie viel Zeit brauche ich, um mein Leben ein Stück weit in eine andere Bahn zu lenken und das Ruder mehr und mehr in Kontrolle zu nehmen? Ja, diese Antwort wird jetzt vielleicht einige faszinieren. Du musst nicht eine Minute mehr investieren, als du sie jetzt investierst, weil bin ich neugierig. Du hast niemals ein Zeitproblem, sondern nur ein Aufmerksamkeitsproblem. Es kommt nicht darauf an, auf die Zeit, die du hast, sondern wie nutzt du die Zeit, die du hast. Und die meisten Menschen, das können wir für uns überprüfen, stehen vor uns und sie sind abwesend, während sie anwesend sind. Oder es gibt Menschen da draußen, die ein Essen essen und das wundersamste Essen schmeckt nach nichts, während manche Menschen auf dieser Erde vielleicht ein eher sehr ein monotones Essen essen, aber dieses Essen fühlt sich an wie alles. Und der Unterschied ist nicht die Zeit, dass diese Menschen sich anders fühlen oder dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die anwesend sind, während sie abwesend sind und wiederum gleichzeitig Menschen, die sich so tief in die Augen schauen, dass sie sich fühlen, dass sie sich lieben, dass sie sich in unergründliche Energiefelder heben. Der einzige Unterschied ist die Aufmerksamkeit. So in diesem Moment, wo wir einfach lernen, mit unserer Aufmerksamkeit nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein, während wir die Dinge tun, sondern ganz in diesem Moment sind wir in der Lage, unsere Energie mit reinzugeben, die wiederum gewisse Dinge anzieht. So, das bedeutet, wenn du wirklich in der Lage bist, während du gerade isst, mit all deinen 30.000 Geschmacksknospen dieses Essen so zu essen, dass sich eine Geschmacksexplosion entfaltet, gibt es keine Möglichkeit, wo du innerlich leidest. Ja, wenn eine Person stirbt und wir alle werden das erleben oder wir alle haben das schon mal erlebt. So, ich sage nicht, dass es jedem passiert, aber ich sage, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir damit konfrontiert werden. Dann gibt es auf der einen Seite den Zustand des Leidens, aber Leid entsteht nur durch die Gedanken, die wir haben, dass diese Person nicht hätte von uns gehen sollen. Und auf der anderen Seite können wir aber auch diese unglaubliche Dankbarkeit und diese Wertschätzung und dieses Fühlen haben, wenn wir uns wirklich in diesen gegenwärtigen Moment bringen. Wir können mit der einen Person vor uns, wir können da sitzen und mit dem Handy gerade irgendwie auf Instagram scrollen, oder wir können genau diesen Moment, ohne zu warten, zu dem vielleicht schönsten Moment unseres Lebens machen. So ein Gedanke, ein Wort, eine Handlung in diesem Moment kann einfach alles verändern. Und es gibt so einen wunderbaren Film, der heißt Before I Fall. Den möchte ich jedem gerne ans Herz legen. Before I Fall, oder auf Deutsch, Achtung, wenn ich sterbe, zieht mein Leben an mir vorbei, sagen sie. Okay. Also ein sehr langer Titel, ja. Voll drei Wörter. Oder auf Deutsch, wenn ich sterbe, zieht mein Leben an mir vorbei, sagen sie. Aha. Aber dieser Film ist so ein bisschen wie hier ist nochmal täglich grüßt das Murmeltier aufgebaut, wo wir jeden Tag neu aufstehen und diese Hauptperson, sie steht jeden Tag neu auf und sie erlebt denselben Tag immer und immer wieder, ist quasi gefangen in dieser Zeitspirale. Und jetzt nochmal auf die Frage, wir haben Zeit. Sie hat jeden Tag dieselbe Zeit, sie trifft jeden Tag dieselben Personen, hat jeden Tag denselben Tagesablauf. Ja. Aber jeden Tag lernt sie, diesen Momenten einen unterschiedlichen Wert zu geben, indem sie jeden Tag andere Dinge zu der Person sagt, andere Dinge wahrnimmt, andere Dinge mitgibt, sodass am Ende, ich spoilere an dieser Stelle noch nicht, das sieht man schon im Trailer, der perfekte Tag entsteht. Mhm. Ja, das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viel Zeit wir haben, sondern mit welcher Aufmerksamkeit sind wir hier. Und hier ist jetzt die Frage, wenn du wirklich deine Aufmerksamkeit trainieren möchtest,
Dann ist die Frage, wie viel Zeit möchtest du natürlich investieren, um diese Aufmerksamkeit zu trainieren? Durch Meditation, durch Breathwork, durch, keine Ahnung, Musik, durch verschiedene Techniken, Tools. Aber du brauchst nicht mehr Zeit, um diesen Tag zu dem wertvollsten deines Lebens zu machen. Nicht nur für dich, sondern auch für alle um dich herum. Schön gesagt. Ja, danke für die Antwort. Ich bin neugierig auf den Film. Ich kenne ihn in der Tat nicht. Täglich grüßt das Murmeltier kenne ich zwar, aber den Before I Fall kenne ich nicht. Macht aber nichts, werde ich bald mal ändern. Danke für den Hinweis. Nicht erschrecken, wirkt am Anfang wie ein Teenie-Film, wo man sich so denkt, so okay, was gucke ich mir jetzt an? Aber er wird sehr, sehr deep. Okay, sehr schön. Danke für den Hinweis, danke für den Tipp und für die Erklärung. Und ich nehm mal raus, um es nochmal mit meinen Worten darzustellen. Es gibt ja ganz oft diese Menschen, die sagen, boah, ich kann ganz viele Dinge auf einmal. Ne? Ich kann hier in Instagram nebenbei chatten, dann spreche ich mit einem Menschen, ich esse nebenbei noch was, ziehe mir einen frischen Kaffee und fahre noch Auto dabei. Das ist definitiv nicht die Art und Weise, die du gerade ansprichst, sondern vielmehr, konzentrieren ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff, sondern ich nehme halt mit allen Sinnen wahr, was ich jetzt gerade sehe, wahrnehme und auch tue, richtig? Ja, absolut. Okay. Das heißt, bewusst zu fühlen, bewusst zu sehen, bewusst zu hören, weil das formt später wiederum auch die Gedanken, die wir haben und damit unseren Geist. Jeder Gedanke entsteht durch unsere fünf Sinne, riechen, schmecken, sehen, hören. Mhm. Ein kurzes Beispiel dazu, wenn mal alle, die gerade dabei sind, ihre Augen schließen und mal kurz an eine alte Tür denken, dann stellt ihr fest, dass plötzlich ein Bild auftaucht von einer alten Tür, genauso wie ihr euch einfach diese alte Tür vorstellt. Und wenn ihr darüber streicht, fühlt sie sich auf eine bestimmte Art und Weise an. Sie klingt eventuell auf eine bestimmte Art und Weise. Ja? Sie riecht vielleicht. So, und jetzt stell dir einfach mal eine neue Tür vor. Und ohne dass ich sage, wie diese neue Tür aussieht, formt sich plötzlich ein neues Bild. Und diese Tür klingt auf eine andere Art und Weise und fühlt sich auch anders an, sieht anders aus und riecht vielleicht auch anders. Ja? So, sehr gut. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Danke, ich habe direkt mitgemacht. Ich hatte zwei Türen definitiv vor Augen und ja. Die haben sich wie von Zauberhand ergeben. Ja, ich habe alles gerochen, wahrgenommen, gefühlt, so wie es, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Kannst du kurz teilen, wie die alte Tür sich angefühlt hat oder wie sie gerochen hat oder wie sie ausgesehen hat? Also meine alte Tür war eine alte Holztür, lustigerweise ja. Mit so einem so einem uralt goldenen, leicht geschwungenen Griff. Dann hatte die Tür noch so verschiedene Schnitzereien und wenn ich sie angefasst habe, war sie so glatt geschmiergelt. Und roch so nach angenehmem Holzduft im Endeffekt. Und sie knatschte ganz leicht. Also wenn ich sie auf und zu gemacht habe, dann knatschte sie ein bisschen. Ja. Und kaum hast du gesagt, mach mal die neue Tür, hatte ich kein knatschendes Geräusch mehr. Ich hatte plötzlich ganz glatte, hochmoderne Materialien in der Hand, die da waren. Und die alte Tür war im Endeffekt weg. Ja, krass, ne? Wahrscheinlich war sie auch sehr glatt oder sie hat nicht mehr gequietscht. So, und das bedeutet, die fünf Sinne formen unsere Gedanken und speichern sie auch ein als Erinnerung. So, wenn wir unsere Gedanken verändern wollen zu der Welt, dürfen wir erstmal ins Hier und Jetzt kommen und dadurch neue Sinneseindrücke sammeln, die wir eigentlich über einen Baum hatten oder über die Person hatten, über das Essen hatten. Und je intensiver wir unsere fünf Sinne plötzlich lernen zu nutzen, desto eine neuartigere Art und Weise, ja, gibt so Halbsinn, formen sich die Gedanken neu und es entstehen automatisch andere Erfahrungen, die wir in der Innenwelt sammeln. Ja. Okay, wow. Großartig. Ich glaube, wir könnten jetzt ganz mal das Thema noch weiter vertiefen und noch über andere Dinge sprechen. Doch ich gucke gerade auf die Uhr und stelle fest, dass wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind in diesem Interview. Und ich habe für dich noch was vorbereitet, lieber Danny. Ich würde nämlich gerne eine kleine gedankliche Reise mit dir machen. Und zwar eine Reise in die Zukunft, sodass du richtig alt wirst, ganz weise. Und wenn du so zurückschaust und hast dein Leben so gelebt, mit der Fokussierung auf den jetzigen Moment, mit dem Leben in allen Sinnen, mit dem Weitergeben von deinem Wissen, all das, was du gerne machen möchtest, all die Dinge, die du erleben möchtest, hast du erlebt. Und wenn du so zurückschaust auf deiner Linie, dann sagst du, ja, genau das war mein Leben. So sollte es für mich sein. Und du hast eine besondere Gelegenheit, weil du kannst dem jüngeren Danny, der jetzt hier vor mir sitzt, eine Nachricht zukommen lassen. Mit den drei
schönsten oder vielleicht auch erkenntnisreichsten Weisheiten, die du dem jüngeren Danny schicken möchtest? Welche drei Weisheiten würdest du dem jüngeren Danny schicken? Puh. Spannende Frage. Du hast Zeit. Fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer zu beantworten, weil jede Weisheit, die ich gerade brauche, gerade schon in mir ist und zu mir spricht. So, ich deswegen, ja. Du kannst auch die nehmen, die gerade einfach in dir auftauchen. Weisheiten, die auf jeden Fall gerade mir am meisten gesendet werden und durch die ich gerade am meisten geführt werde, ist, alles ist Liebe. Und das klingt so weich und wäre auch früher etwas gewesen, womit ich mich nicht identifizieren würde. Aber diese Weisheit guidet mich gerade und hat mich auch geguidet, zu erkennen, alles entsteht aus Fülle, alles entsteht aus Liebe, nicht aus Angst. Und wenn wir anfangen zu lieben und alles zu einem Wachstum bewegen, dann sind wir nicht nur selber erfüllt, sondern können auch jeden Menschen um uns herum erfüllen. Das ist die erste Weisheit. Wunderschön. Mhm. Zweite Weisheit. Vertrau darauf, dass du jederzeit mit einem Band aus Oneness mit der Natur und dem Universum verbunden bist. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich eben schon geteilt habe, die mich gerade führt, dass wenn ich mal nicht weiter weiß, mein höheres Ich und auch mein höheres Unterbewusstsein und auch das Universe dauerhaft Signale gibt, dauerhaft uns führt, dauerhaft für uns da ist und wir eigentlich nur hinsehen dürfen, um diese Signale zu erkennen. Nur ist gut, ne? Ja. Oh, dritte Weisheit, die immer wieder kommt. Gib verdammt nochmal Gas, dieses Leben zu leben und diese Träume zu verwirklichen. Neben der weiblichen Energie, dieses sehr Dominante, was immer wieder zu mir spricht, push through, go all out, play full out und lebe jeden Moment, baue alles volle Kanne auf und erschaff das Imperium, was deinem Sein würdig ist. Oh Mann, ich kriege gerade eine Gänsehaut. Vielen Dank, Danny. Wenn jetzt noch jemand da ist, der sagt, boah, von Danny möchte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Wie nehmen die Leute am besten Kontakt zu dir auf? Was ist dein Lieblingsweg? Sehr gerne über Instagram. Wir haben einen komplett neuen Instagram-Kanal aufgebaut. Wir hatten eigentlich einen anderen, größeren Instagram-Account, aber ich habe mich dazu entschlossen, mit unserer Core-Community auf eine komplett neue, nicht komplett neue Plattform, aber auf einen komplett neuen Weg und Ebene zu dienen. Einfach danny.kroll-new, also wie die neu. Wir packen es mit in die Shownotes rein. Dann kannst du da auch nochmal das schreiben. Und für alle die sehr gerne mal eine Reise mit uns gehen möchten, dort findet ihr auch alle weiteren Informationen. Schreibt uns einfach an. Wir haben da einmal im Monat einen wunderschönen, empowernden Rahmen, wo der Heiko selber auch schon mal mitgemacht hat. Ja, kann ich nur empfehlen. Die Homecoming Week, wo wir wirklich etwas aufgebaut haben, wo jeder für nur 6,99 Euro einmal reinführen kann und innerhalb von nur 7 Tagen so crazy viel Kraft, so viel Vertrauen, so viel Liebe in sich freisetzt, dass wir teilweise so dastehen und so denken, so holy shit, was machen diese Menschen diese einen Woche möglich? Für nur 6,99 Euro, dort könnt ihr quasi alles auch mal fühlen, was ihr vielleicht auch gerade wisst über euch selbst, eure Grenzen unleashen, diese Kraft, diese Energie, dieses Vertrauen in euch entfalten und euch einfach mal auf eine Reise begeben, wo ihr mehr zu dem Potenzial kommt, was ihr eigentlich leben wollt. Yes. Seid ihr herzlich? Wow, wunderschön. Also das packen wir mit in die Shownotes rein. Danke für die ausführliche Erläuterung und ich kann es gerne von Herzen empfehlen. Das ist eine wunderschöne Woche gewesen. Und da war eine Menge bei, was zu einer Veränderung geführt hat. Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen Dank, lieber Danny. Wenn ich jetzt in irgendeiner Weise irgendwas noch nicht erzählt habe, irgendwas noch nicht gefragt habe oder du in dir spürst, Mensch, das wollte ich gerne nochmal aussprechen, lieber Danny, dann hast du gerne jetzt nochmal die Gelegenheit, wenn du das möchtest, kannst du gerne noch eine Botschaft mit an diese Community senden.
Danke für den Rahmen nochmal. An alle, die gerade zugehört haben und so ein bisschen so einen Impuls bekommen haben, eine Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, ist, du, so wie du bist, bist eines der schönsten Wesen dieser Welt. Und wir sehen dich und wir fühlen dich. Und wenn du es schaffst, aus diesem inneren Leid, aus diesen Limitierungen auszubrechen, sei sie mental oder physisch, warum auch immer du sie dir angeeignet hast, und du wirklich lernst, diese Energie und diese Kraft zu befreien, dann kannst du wirklich etwas bewegen in dieser Welt. Ja, und ich glaube daran, dass wenn du es schaffst, deinen Gefühlszustand um vielleicht ein paar Prozente zu erhöhen in einen aufbauenden State, von dem, was du geben kannst, lieben kannst, lachen kannst, sein kannst, dass du den Menschen da draußen das geben kannst, was sie von dir verdienen, und dass das der einzige Weg ist, diese Welt auch zu transformieren, nicht durch Argumentation, nicht durch Machtkämpfe, nicht durch Diskussion, auch gerade in dieser Zeit, sondern indem du in den Raum reinkommst und einfach durch dein Energiefeld, durch dein Lachen, durch dein Strahlen wiederum anderen Menschen dazu bereicherst, vielleicht sich heute auch um nur 1% besser zu fühlen, sodass sie auch neue Gedanken denken, auch neu entscheiden, auch neu handeln und am Ende des Tages ein sichtbares neues Ergebnis haben. So, ich leite dich sehr gerne an, diesen Weg zu gehen und einfach zu sein und zu erkennen, wie du das komplett unleashed. Und ich freue mich, dass du ja dieses Podcast-Interview zugehört hast und wir dich vielleicht um ein paar Prozente inspirieren können. So, vielen Dank dafür, ja. Ich danke dir. Und ich habe ganz zum Schluss noch eine Klitzekleinigkeit für dich vorbereitet. Und zwar würde ich gerne einen Satz anfangen und du füllst ihn einfach mal aus deiner Intuition her auf, okay? Oh yes, let's go. Ja, genau, okay. Dann fangen wir mal an. Persönlich wachse ich, indem ich jeden Tag über meine innere Komfortzone hinausgehe. Ah, okay. Der prägendste Satz, den ich je gehört habe, lautet: It's not about me, it's about we. Oh, Und Freiheit bedeutet für mich? Jederzeit ich glaube, jederzeit die Dinge leben zu können, tun zu können, sagen zu können, denken zu können, die mein Herz wirklich fühlen möchte. Schön. Und eine Balance im Leben zu haben, heißt für mich? Ein wunderbarer Ausgleich aller Lebensbereiche in einer hohen Qualität. Ja, okay. Und einen habe ich noch. Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Meinem Inneren. Herrlich. Super. Vielen Dank, lieber Danny, für dieses Interview, für den, wie ich finde, schon sehr tiefen Blick in unsere Gehirnwellen, für die Möglichkeiten, die wir da haben, bis hin zu der Tatsache, dass wir uns im Endeffekt darauf konzentrieren, was wir um uns herum sehen, fühlen, wahrnehmen, was wir spüren, wie wir es tun und wie wir die Dinge auch machen, um auch unser Imperium, wie du es so schön gesagt hast, auch zu erschaffen und aufzubauen, und zwar genauso, wie wir es verdient haben. Vielen, vielen Dank für diese Zeit. Ich fand es großartig. Yes, danke dir vielmals. Dankeschön. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und wünsche dir eine herrliche Woche, einen genialen Tag, wo auch immer du gerade unterwegs bist. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dir meinen Podcast anzuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension auf iTunes, Spotify oder Deezer und wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag, eine geniale Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.